So, ja Leute, da sind wir wieder. So, da, ja, und wir wissen immer noch nicht wirklich, wo die Taschenlampe ist. Und mein kleiner Fail, ja. Es wird schon ganz gut. Warte mal, gibt's den Keller? Nein, gibt's ihn nicht. Oh, noch ein Brief. Hui. Oh. Hey, Kate. Willst du es lesen? Nein. Irgendwo da unten wird das durchgestrichen. Das wird ganz bestimmt interessant. Ja, plus. Ist ja egal, okay. Ah ja, es sollte ja die Tür zu machen, ne? Ja, wäre vielleicht besser. So kommt mit der offenen Haustür. Kommt er sonst ins Haus rein? Ich weiß es nicht. Ey, bleib unten, wir müssen ja die Taschenlampe suchen. Mann, Alter, warum ist es denn hier so dunkel, ne? Ja, Taschenlampe brauchen. Alter, sieht aus, ob da wer steht. Ja, ist egal, lass ihn da stehen. Okay. Wir brauchen eine Taschenlampe, deswegen. Unten meinst du, ist die? Ja, ich hab die, bei mir war sie immer unten auf so einem Tisch. Meistens auf den, ne? Da ist sie! Lol. Seltsam, haben wir die letztes Mal übersehen? Ich bin der Meinung nicht. Wir können da dann immer eine Aufnahme gucken. Naja. Jetzt lauf ich mal hier rein. Oh Gott, das wird schrecklich. Ehrlich jetzt? Naja, kann ich. Eigentlich wird es erst auch im zweiten Kapitel schrecklich. Das spiele ich ja. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Hier ist gar nichts. Eigentlich könntest du jetzt schon ins zweite Kapitel gehen, glaube ich. Nein, ich spiele es jetzt hier. Wenn ich schon unten drin bin. Hier ist so ein, kannst du dich mal umgucken. Eine Bücher sind umgeworfen. Eindeutige Anzeichen für einen Kampf. Steht da draußen jemand? Das ist bestimmt der Reparaturdienst von unserem Auto. Das ist ein bisschen groß. Ein bisschen blass. Aber wie kann man, was das passiert, wenn ich Alt drücke? Nee. Ja. Egal, ich mache jetzt lieber hier nichts kaputt. Gut. Geh mal in die andere Räume, die so dunkel waren. Ja, Mann. Oh. Da, links. Also auf jeden Fall brauche ich Schlüssel. Wir brauchen auf jeden Fall Licht. Brauchen wir. Ich denke mal, die Pflanzen sind irgendwas, ne? Die leuchten voll. Ja, die leuchten irgendwie immer. Oh, guck mal. Roboter! Oh, komm, Slenderman. Ist das ein anderes Spiel, was die mal gemacht haben? Vielleicht mal so interessant. Das könnte eigentlich so sein, ne? Das sind ja genau diese Roboter. Genau, genau. Und ich denke mal, das ist auch so ein bisschen Spoiler zu diesem Teil. Egal. Ja, glaube ich auch. Okay. Wow. Oh oh, nicht dahin gucken. guck weg. Genau, deswegen sollte weggucken. Hey, das ist weg. Na doch, jetzt sucht er uns aber, jetzt lässt er uns nicht mehr los. Es kommt jetzt auch hier ins Haus? Ja. Deswegen sollte schnell jetzt den Schlüssel suchen. Ich dachte, der greift tut sich an. Ich hab genug. So, such jetzt schnell den Schlüssel, der ist meistens, glaube ich, in der Garage. Also bei mir war er da. Natürlich, das war nämlich der Autoreparaturdienst. Ja, wir nämlich kurz bevor angerufen. Ich weiß auch nicht, warum er auf einmal verschwunden ist. War ziemlich seltsam. Naja, was will man machen? So ein paar Autorad hier. Sie haben ihr Schlüssel vergessen. Mein Auto steht da drüben. Bist du bescheuert? Zurzeit steht, zurzeit, jetzt genau in diesem Moment, ist Scary Movie läuft im Fernsehen. Also guck genau in diesem Moment zu Pro7 und guck Scary Movie. Wo ich das jetzt nicht genau in diesem Swaggy Moment. Movie. Wir sollten so einen Livestream machen, weißt du? Oh Mann. Aber dafür haben wir zu wenig Abonnenten. Twitch. Braucht man dafür eine gewisse Anzahl? Ja, nein, aber das wäre natürlich lustiger. Dann könnt ihr kommentieren und sowas. Dann gehen wir in die Garage jetzt. Und was natürlich auch cool wäre, Leute, ich habe ja dieses, das werde ich jetzt wahrscheinlich morgen oder übermorgen rausbringen, habe ich das 200, dieses wichtig 200 Abonnenten Special. Das würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mehrere Kommentare darunter schreiben würdet. Immer fleißig, gehen wir durch die Tür da. Und da würde ich mich wirklich drüber freuen, wenn ihr das machen würdet, dass sehr interessant wird und... Gut, gehen wir wieder raus. Oh Gott. Wir suchen ja unsere Freundin hier, irgendwie. Ich Kate? Irgendwie. Ja, Kate, wir suchen Katie. Katie. So, ey, du guckst dich wieder hastig um. Jetzt such mal den blöden Schlüssel. Mann, Slandy, gib uns den Schlüssel. Slandy, gib uns den Schlüssel. Das kann ich jetzt mal ansprechen, weil mich das gerade ziemlich, naja, ihr kennt ja bestimmt Danny Burnage, ne? Dieser komische Typ, der irgendwie voll für die Let's Plays macht. Let's Kommentar. Ja, Gameplays macht der und der redet dazu. Wie findet ihr es eigentlich,
dass er in diesen Videos ist. Gut, nein, da würde ich nicht hingehen. Wie findet ihr das? Also ich persönlich, wo ich das erste Video von ihm gesehen habe und er dieses Snickers-Eis da in sich reindrückt. Ja. Willst du mir dazu was sagen? Du lässt mich hier nicht hoch. Das ist ja bestimmt der Slenderman. Also sag mal was dazu. Danny Burnish mit Eis. Mit Snickers-Eis? Das heißt, das drückt das doch an sich rein. Das mag irgendwie auch nicht. Gar nicht. Naja, und... Also ihr könnt ja auch Pause machen, dann könnt ihr es nicht durchlesen, weil ich bin jetzt ein bisschen zu voll, das vorzulesen und schon, denke ich mal. Und, so, jetzt solltest du, den Schlüssel suchen. Alter, ich fange jetzt schon von Holz an zu schrecken, ja. Such jetzt mal den Schlüssel. Ja, was mache ich denn die ganze Zeit? Und mich hat es jedenfalls aufgeregt, dass er sich da ein Snickers-Eis reindrückt. Also nicht, dass ich da, nicht, dass ich ihn jetzt, keine Ahnung, überhaupt auf den Tod nicht leiden kann, aber mich wundert das. Weil ich finde das irgendwie, an mir, also für meine persönliche Meinung finde ich das, total unhöflich. Also ganz ehrlich, wenn man jetzt mal hier was trinkt, wenn man so viel redet, so, dann ist das total in Ordnung. Ist ja klar, macht ja jeder, weil, was will man machen, wenn man viel redet, ne? Aber wenn man dann sich ein Snickers-Eis während Live-Cam, vor allen Dingen, während die Kamera läuft, reindrückt, dann ist das echt ein wenig... Ja, blöd. So, erzähl du mal was. Ja, ganz kurz zur Frage zum Spiel. Wäre es schlimm, wenn ich jetzt einfach weiterlaufe und nicht einen Schlüssel suche? Ja, du, die Aufgabe ist nicht, einen Schlüssel zu suchen. Du musst ja die Tür rein. Hinten? Ein welche Tür? Hast du die Tür überhaupt schon geöffnet? Ich hatte ja noch gar keinen Schlüssel. Ja eben, dann brauchst du einen Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Ja, aber ich kann nur einfach weiterlatschen, oder? Nee, ich glaube, du suchst ja deine Freundin, die du denkst, die ist in diesem Raum. Aber rein vom Logischen her. Wie kann die Tür verschlossen sein, siehst du, und der Schlüssel ist draußen? Ja, das stimmt schon. Mysterium. Alter, wir sind hier, jetzt kamen wir hier schon irgendwie lange rum. Ja. Langsam ist langweilig. Wenn ich das jetzt sage, wird in 2 Minuten der Slenderman kommen. Auf diesen Punkt genau. 2 Minuten. Nein, warum gehst du denn raus? Ich guck immer bloß. Ich hab keinen Bock, dass er hier gleich im Raum steht. Ja, der wird sowieso gleich im Raum stehen. Der hat Geschmack. Oh man, das sieht man gar nicht, ey. Okay. Schreibtisch. Ja, sag mal. Egal, geh weiter. Geh mal ins andere Raum. Ja. Geh mal, guck dir mal da hinten auf die Schuhe. Nee, da warst du schon. Ja. Oh, mein Schatten erschreckt mich immer so, ne? So, geh mal da rein. Hier? In diesen Raum? Genau. Boah, jetzt gehen wir nach da hin. Ja. Genau, nach rechts. Warum guckst du dich mal um? Weißt du es nicht? Nö. Gehen wir da rein, genau. Jetzt nach rechts. Genau. Und dann noch geradeaus da lang. Und dann nach rechts. Scheiße. Gehen wir da rein. Und dann aber auf Toilette vielleicht mal. Ah, da. Bisschen entspannende Musik. Guck mal, Haarspray von diesem Schwarzkopf. Nee, echt nicht, die gibt's hier wirklich nicht. Wo ist denn der blöde Schlüssel, Leute? Ja, dann gehen wir weiter. Ich schreibe dann in den Kommentaren, ja, Idioten, ich hab den hier bei 5:30, ja, genau. Ey, Leute. Ja, dann geh mal, würde ich sagen, wir gehen weiter. Auch aus dem Haus? Ja. Müssen da lang. Warte, ja, warte, da war doch was. Auf diesem Tisch. Ach nee, das ist schon wieder diese Olle. Frag mich, was da drin ist, Becher. Naja, egal. Boss. Wer ja, geht der raus. Der Boss, ey. Raus da! Jetzt dadurch, durch dieses Tor. Aber das ist zu. Eigentlich müssen wir da durch können. Naja. Und jetzt? Suchen wir den Schlüssel. Das machen wir mal offscreen, denke ich mal, oder? Sehr langweilig. Solange wir, ja, wenn wir den Schlüssel finden, dann können wir weitermachen. Also machen wir es mal. Pause. Ja, wie sind es denn? Und wenn wir uns erschrecken, dann machen wir während der Aufnahme wieder so. Ah! Ja, natürlich war der mitten auf einem Tisch in einer Rumpelkammer, in der wir noch nicht drin waren. Hier lag er genau, auf dem kleinen schwarzen Tisch. Also Leute, falls ihr das Spiel spielt und so Idioten seid wie wir, gebt ein Like und abonniert uns. Ach, das war hier genau nebenan, ich bin so dumm. Jetzt muss ich das mal gucken, wo. Wow! Was war da? Ich bin gerade voll gegen die Wand gelaufen und muss meine Kamera. Ja. Nein. Hab ich gerade einen Schlag bekommen? Keine Ahnung. Hast du gerade einen Schlag? Ja, das ist völlig normal. Das machen alle. Oh, da oben auf dem Live-Test escapen wir. Escape, safe. Ja, also auf jeden Fall.
wollen die uns sagen, dass sie auf keinen Fall so den Turm gehen sollen. Ich würde wieder zurück zum Auto gehen, ganz ehrlich. Würdest du? Ja, natürlich. To the Woodies. Gut. So, guck mal raus. Oh, jemand hat das Tor geöffnet, das, was gerade verschlossen war. Oh, jemand hat das Fenster geöffnet. Jemand hat geschrien. Ja. Ich wette, der ist jetzt hier. Gut, dann geh jetzt runter und geh mal zum Tor. Beeil dich. Oh. Bei dieser Rucksacktasche immer. Schnell, hopp. Nein, nicht da lang. Warum denn da lang? Da müssen wir nicht lang. Geh zurück. Ich weiß nicht, wie wir laufen. Ich bin betrunken. Ja, wir müssen viel gesoffen und da ist er wahrscheinlich gegen Baum gefahren. Ich frage mich immer noch, was wir hier wollen. Schreibt mir bitte die Story in die Kommentare, da mich das sehr interessiert. Ich muss dem Weg folgen, wa? Nee, du musst einfach... Wir sind eine Frau. Oh. Wir haben Titten. Ich dachte, wir... Ja. Oh, wow. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen kurzen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis denn. Wieso? Ich habe einen Screenshot gemacht. Ja.